Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Orbound. Ist ja schon sehr komplex, also was man hier alles machen muss, um Upgrades zu bekommen. Ich habe jetzt halt mal für unser Ex-Backpack, habe ich jetzt halt mal die 30 Leder zusammengepackt, dass wir hier, jawohl, dankeschön, dass wir hier dann das Pack Nummer M, keine Ahnung, warum das jetzt S heißt. Hä? M, extend your inventory by 10. Backpack M. Habe ich doch hergestellt. Warum habe ich jetzt ein S bekommen? Backpack S, Backpack S. Okay, das scheint aber ein Bug zu sein, weil das ist nämlich ein, ja, weil ich habe nämlich ja hier das S-Pack und hier habe ich ja das M-Pack. So, das ist natürlich ganz toll, weil jetzt habe ich nämlich diesen Rucksack und kann ihn nicht brauchen. Kann ich ihn wenigstens verkaufen? Ne, auch nicht, ne? Verkaufen kann ich den. Na, super. Jetzt habe ich gehofft, dass ich hier vielleicht gleich mal. Naja, gut. Was soll's, ne? Sowas kommt halt am Anfang noch vor. Ah, was soll man machen? Okay, also ich habe auf jeden Fall, wie ihr seht, Eisenzahnrädchen dabei. Ich habe auch die Eisenbarren dabei. Ich habe auch nochmal Kohle dabei. Das heißt, wir können nochmal zwei automatische Bohrer anbringen in der Mine bei uns da vorne. Ich habe auch mal geschaut, wie weit ich denn eigentlich weg bin von unserer Base. Und es ist doch weiter, als ich jetzt gedacht habe. Weil als ich da runtergelaufen bin, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich wieder zurücklaufe Richtung unserer Base. Aber dem ist nicht so. Also wir sind tatsächlich ein ganzes Stück weit weg. Ansonsten wäre es nämlich interessant gewesen, auch mal mit dem Aufzug und sowas zu arbeiten. Aber ich denke, wir kommen auch wieder zurück. Ich zeige euch das jetzt dann auch gleich. So, zwei Stück sind hier schon am Arbeiten, ne? Oder besser gesagt, waren am Arbeiten. Da haben wir schon mal 100 Eisenerz. Mehr geht wahrscheinlich auch gar nicht. So, und dann wollte ich eigentlich auch hier an das Kupfer nochmal einen dran bauen. So, schauen wir mal. Hier müssten wir 50 Kohle dann reinbekommen. Wobei, wenn ich jetzt dann noch einen baue, dann würde ich sagen, machen wir das. Nee, das war jetzt falsch. Ah, verdammt. Warte, nimm nochmal komplett zurück. Wir nehmen die Hälfte. Wir nehmen die Hälfte davon raus. Wir nehmen hiervon die Hälfte. Dann können wir nämlich hier die 25 durchschrabbern lassen. So, hier mit dem Eisenerz. Dann hauen wir hier 25 rein. So, und dann machen wir hier noch einen hin. Jawohl. Dann haben wir vier Miner hier schon mal laufen, die uns auf jeden Fall Eisen und Kupfer bringen. So, und jetzt habe ich dann eben diesen Baccoon Beacon Kompass mir mal ausgewählt und Königsquest-Tafel. Und wenn ich jetzt halt mich hier umschaue, dann haben wir das da hinten. Also wir sind genau in die andere Richtung unterwegs. Was natürlich jetzt nicht schlimm ist, ne? Das ist auch klar. Aber wir können jetzt die Dinger hier mal arbeiten lassen und können uns dann hier noch ein bisschen umschauen. Platz haben wir ja. Ich schiebe euch nur mal nach hier oben. Jawohl. Und dann gucken wir uns jetzt hier einfach mal noch um, weil wir haben hier nämlich einiges an Rubinen. Hier waren doch irgendwo... Hier waren doch irgendwo welche von den Orks. Kann ich nicht einsammeln, ne? Ist zu... Achso, mit E. Oh, du bist ja so doof. Mit E. Dann können wir nämlich noch ein paar Rubinerze einsammeln. Schauen einfach mal, ob wir da vorne nochmal Orks über den Weg laufen. An dich komme ich nicht ran. Oh, was haben wir da? Kohle? Coal. Cool. Dann können wir da noch auch einen von den Schreddern ran machen. Das ist doch auch nicht schlecht. Reicht es eigentlich von dem Dingsy hier?
meine, im Grunde ist es ja nicht allzu weit, ne? Hier, da ist der eine. Dann können wir nämlich hier vielleicht mal welche hinmachen. Oh, Servus. Upsi. Ja, ich brauche auf jeden Fall ein Eisenschwert. Ui, das war aber jetzt besser, als ich gedacht habe. Dann nehmen wir doch mal die Sachen hier mit raus von den Jungs. Ein paar Münzen hätte ich mir schon erwartet von euch, ne? Nochmal Orkschädel, wunderbar. Dann können wir auf jeden Fall mal einen Heiltrank. Ah, nee, warte mal. Das sind 10 Heilpunkte. Das sind ja. Jawohl, passt. Schädelsuppe. Oh, auch nicht schlecht. 5 Heilpunkte. Aber die esse ich dann erst, wenn ich sie tatsächlich. Obwohl, kann ich sogar essen, ne? Ja. Also, hier haben wir Kohle. Das ist schon mal cool. Das ist Coal. Zerstörte Kisten. Zerstörte Kisten. Kann es sein, dass da vorne irgendwas durchgeblitzt hat? Ich versuche ja immer irgendwie hier noch mit reinzuglitschen, ne? Ihr wisst ja, das haben wir ja schon mal geschafft, dass man hier vielleicht so das ein oder andere Erz findet. Vielleicht schaffe ich es ja. Ja, cool. Okay, wir haben hier irgendein Vorkommen. Da vorne irgendwas Leuchtendes. Hier haben wir ganz viel Kohle anscheinend. Also man kann das ganz gut nutzen, hier, um sich ein bisschen hier reinzustacken. Das Problem ist nur, dass ich wahrscheinlich hier nicht mehr rauskomme. Doch, geht sogar. Ist das auch Kohle? Wow, 60.000 Kohle. Nicht schlecht. So, jetzt könnten wir mal ganz kurz gucken. Da vorne ist es. Okay. Was kann ich denn bauen? Was kann ich denn bauen? Was kann ich denn? Ich mag ja das gerne, wenn ich dann hier so Treppen oder was weiß ich was bauen kann und so weiter. Holz haben wir sogar. Dann könnten wir tatsächlich hier eine Treppe her machen. Aber glitscht du. Ah. Okay, jetzt habe ich kein Holz mehr. ja, Holz sollte ich auf jeden Fall beim nächsten Mal vielleicht mitnehmen, dass wir dann uns hier auch ein bisschen nach oben bauen können. Ich finde es nämlich cool. Ich finde es so cool, wenn man hier durch diese Gänge schleichen kann und dann sich hier im Grunde so richtig Mine und so weiter baut. Und es ist halt, also mein Gut, jeder sagt vielleicht vergleichbar mit Minecraft, ne? Ist auch klar. Die Nähe liegt ja nah zu dem Spiel. Cool. Machen wir die gleich einmal leer, nehmen alles mit und können es dann durchschmelzen. Achso, einschalten. Dann bauen wir uns jetzt mal vielleicht eine Axt. Das wäre nicht schlecht. Dass wir auch ein bisschen besser mit. Hupsa. Da müssen wir, dass wir mal ein bisschen besser hier mit der Axt auch zurechtkommen. Und dann können wir uns nämlich wunderschön Holz mitnehmen und können dann da unten anfangen, auch ein bisschen Minenschächte und so weiter zu machen. Ich meine, wir sind jetzt halt noch an der Oberfläche, ne? Wir haben ja sowas wie bestimmte Erze und bestimmte Diamanten und so weiter. Also Edelsteine haben wir ja noch bei weitem nicht, ne? So, wie schaut es denn bei euch aus? Hier passt auf jeden Fall noch Eisenerz rein. So, das nehmen wir einfach mal raus. Da habe ich ja auch Eisen durchgeschmolzen. Würde ich auch sagen, dass ich weiterhin Eisen mache. Weil das uns zum einen mehr Geld bringt und zum anderen können wir das wesentlich besser brauchen.
So, lass mal gucken. Können wir noch einen... Nee, das ist Bohren. Königliche Questtafel. Schmied, Königsmarkt. Können wir uns da noch mal 50 Weichstein, 10 Kohleerz. Und 10 Kohleerz. Dann haben wir das aber ganz genau. Dann können wir uns sogar noch einen dritten mit herstellen. Allerdings habe ich dann halt keine Kohle jetzt da. Ne? Aber das glaube ich nicht einmal schlecht, wenn wir da noch eine dritte mit hinmachen. Schauen wir mal, das nehmen wir hier mal weg. Nehmen wir hier einfach mal die Hälfte mit raus. Hier nehmen wir die Hälfte mit raus. Und hier tun wir es rein. So, Rubinerze habe ich hier oben. Silberbarren haben wir noch mal zwei bekommen. Wir haben Schädel bekommen. Die tun wir hier rein. Und das Erz und so weiter, das werden wir natürlich dann verarbeiten. So, Eisenerz. Na gut. Soll ich es raustun? Soll ich es drin lassen? Ich hoffe mal, dass das dann später noch kommt, dass wir. Oh ne, warte mal. Was war jetzt das? Ach so, kann ich das kopieren? Ja, cool. Das heißt, ich kann einfach hier mit der mittleren Maustaste. Wenn ich drücke, kann ich das einfach kopieren. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Achso, ich habe kein Holzeinsteck. Ja, schön. Das bringt dir dann nicht sehr viel. Schauen wir mal, was wir brauchen für die Axt. 15 Holz. Okay. Also, ups. Wir haben ja noch ein bisschen Holz, glaube ich, einstecken, ne? Das haben wir ja noch hier. Bisschen was. So, dann machen wir uns mal eine Axt. Dann haben wir hier einmal die bessere Axt. Und dann brauchen wir anstatt dem Schwert den Morgenstern, würde ich sagen. Oh, da haben wir jetzt wieder keine Eisenbarren. Jetzt wird Morgenstern. So, was macht deren Schaden? 50 Schaden im Gegensatz zu 25, ne? Das ist natürlich nicht schlecht. Aber die Dinge können wir halt nicht verkaufen, ne? Das Einzige ist, dass ich die wahrscheinlich irgendwie vernichten kann oder sowas. Aber ich lasse die jetzt mal da, weil vielleicht kann ich das Zeug ja doch irgendwie mal verticken. Also von daher lasse ich das jetzt mal. Yay. Das haut natürlich jetzt rein, ne? So, dann haben wir das. Dann der Navigator Stufe 2. Wir haben natürlich den 1er. Wir brauchen Rubin. Oh, und 20. Hier, das da bitte. Gold ist noch drin. Dann würde ich sagen, ich hau dem jetzt halt einfach mal alles rein. So, also 50 Stück, das sind dann 25 Mal. Ein bisschen Geld braucht er natürlich auch noch. Ich denke, wenn ich ihm so 120 noch mit rüberschiebe, dann reicht es. Ja. Oh, irgendwie hänge ich gerade hier. Okay. So, schauen wir mal hier. Navigator, 20 Kupferbarren, 20 Rubinerz. So, also das ist mit mittlerer Maustaste, ne? Das muss ich nur vielleicht noch irgendwie anders machen. Dann nehmen wir die hier komplett rüber und nehmen dann. So, die 20 mit drüber. Welcome.
So, da müssen wir noch ganz kurz warten, aber dann hätten wir im Grunde alles, dass wir den Navigator Nummer 2 herstellen können, ne? Jawohl, Dankeschön. So, Navigator Stufe 2. Jetzt hoffe ich, dass ich wirklich den Navigator Stufe 2 bekomme. Jawohl, Navigator Stufe 2. Wunderbar. Der ist wahrscheinlich um einiges besser, ne? Das hier müssen wir an der Research Station freischalten. Warte mal, mach mal hier Kohleerz. Ah, der zeigt mir dann sogar den Weg. Und der hört, der hat dann dieses Geklopfe nicht mehr. Das ist natürlich cool. Okay. Das schaut schon cool aus, ne? Also wie das gemacht ist. Erzvorkommen ist ja dann eher das Große, ne? Große Felsen gefüllt mit Erz, die von einem automatisierten Bohrer oder mit Spitzhacke... Genau. Und wir wollen jetzt allerdings noch... Erzdetektion haben wir ja. Kupferdetektion, die müssen wir freischalten. Also Kupfer müssen wir freischalten und danach Silber und Gold. Aber erst einmal das, ne? So, das haben wir ja abgegradet. Das heißt, die Nummer 3 wäre dann quasi die nächste Stufe für 20.000. Zwergen-Goldvorräte wollte ich ja unbedingt machen, aber wir haben noch keine 1.000 Gold. So, und die Automatisierung wäre dann hier das nächste, ne? Wird an Lagerstätten von Material angebracht, um Riemenautomatisierung zu starten. Wasserpumpe, weil wir das ganze Wasser... Oh. Farewell, my friend. Das wird was werden hier. Okay. Perfekt, ist gerade durchgelaufen. Dann nehmen wir einmal das da und tun das da raus. Da ist keine Kohle mehr drin, aber das ist egal. Wir nehmen uns einfach die hier mal raus. Und wir nehmen uns einmal die hier raus. Weil dann machen wir nämlich jetzt halt unten noch den automatischen Dingsi für Kohle. So, warte mal, wir machen hier 40 Stück rein. Das sind dann wieder 20 Zahnrädchen. Ihr könnt durchlaufen. Halt, warte mal, die nehme ich mir jetzt mal mit raus. Wir brauchen ja immer 5 Stück für einen Bohrer. Also ich würde sagen, wir machen mal noch die... Die 10 Stück hier voll. 9 und Nummer 10. So, dann brauchen wir zum Bauen immer 10, nee, 20. Wo bist du hier? 20, nee, 10 Kupferbarren und 10 Eisenbarren. Das heißt, wir brauchen nochmal Kupferbarren und dann gehen wir nochmal runter und machen dann quasi die zwei Bohrer hin, dass wir hier, warte mal, ich schmeiß mal so viel Eisen rein, wie es noch geht. Ich habe halt jetzt halt, wie gesagt, keine Kohle, aber ich würde auch sagen, dass ich jetzt halt hier mal Kupfererz rein tue, dass Kupfer auch mal durchläuft. Oh. So, jetzt. Holz haben wir dann mit einstecken. Und das restliche Zeug, das tue ich jetzt einfach mal in die Kiste. Leider funktioniert es halt noch nicht, dass ich jetzt... hier, Eisen. Kupfer habe ich keins. Die Zahnrädchen. Das da, das da. Dann können wir zwei Bohrer an die Kohle ranmachen. Ich denke mal, wenn ich jetzt halt hier auf dem Wildschwein einhaue, dann wird es mit einem Tiki gekillt. Und auch die Orks, wenn ich habe, sind jetzt halt natürlich um einiges leichter. Ja, ein Schlag. Ein Schlag und weg sind sie. Jetzt schauen wir mal wegen dem wegen Holz. Hä? Ist das keine Holzaxt? Was ist denn das für eine Axt dann?
35 Schaden. Okay. Not trees steht extra da, ne? Verdammt. Aber wie viel Schaden machst du dann? 35 Schaden. Ja gut, aber dann bringt mir die ja gar nichts. Na gut, wir haben auf jeden Fall, ja, wir haben den Streitkolben, der wesentlich besser ist. Und naja, gut. Das mit der Axt ist natürlich jetzt halt blöd, weil ich wirklich dachte, dass das hilfreich wäre. Aber gut. Halt, da müssen wir lang. So, dann bitte einmal Bohrer anbringen hier an der Kohle. Und nochmal. So, ihr müsst natürlich auch Kohle haben. Aha. Okay, Smashing Pests. Kill a Goblin. Jetzt habe ich den als Erfolg. Aber man kann nicht alles nehmen, ne? Nee, mit Steuerung geht auch nicht. Also es geht nur mit Shift und Linksklick und dann nimmt man das. Naja, gut. Dann hauen wir mal hier noch ein paar Mal Kohle raus. So, dann haben wir jetzt halt 10 Stück. Dann machen wir jetzt halt hier mal 5 Stück rein. Können wir das natürlich laufen lassen, ne? Ist klar. Da sehe ich was, ne? Hier drin. Aber ich weiß eben nicht, was das ist. Aber wir werden es gleich sehen. Ist dann ein Loch? Oder war das jetzt einfach nur, weil es... Okay, ich habe hier auf jeden Fall irgendwas schimmern sehen. Aber das könnte jetzt sein, dass es das vielleicht einfach nur dieses Loch hier war, ne? Das wäre jetzt natürlich auch möglich. Jetzt haben wir hier Kohleerz. Jetzt könnte ich wieder den Glitchtrick machen hier. Nee, das schiebt dich auf die Seite, ne? Jetzt halt. Ich habe hier irgendwas leuchten sehen. Aber es kann jetzt natürlich wirklich sein, dass das irgendwas anderes war. Da haben wir, das ist aber Höhle. Das sind Vorkommen. Kannst du dich noch mal ein bisschen mehr? Ich will bloß nicht runterfallen. Das ist das Einzige. Doch, da. Ach, da oben steht ein Goblin. Auch nicht schlecht. Nee, okay. Dann ist es nix. Ich habe mich jetzt da irgendwie wieder zugebaut. Ja, da sollte man dann nicht die Orientierung verlieren, ne? Aber da wollte ich hoch, ne? Hier wollte ich mich hochbauen, dann schauen wir mal. So, einmal bitte Festung. Holztreppe. Einmal Kolben in die Hand. Was haben wir denn da vorne? Ach so, das ist wahrscheinlich dann... Das ist wahrscheinlich einfach nur hier Rand. Hallo? Warum kann ich dich nicht nehmen? Ah, okay. Ich glaube, wir kommen hier zurück.
Ich glaube, wir kommen hier zurück. Nimm mal dein Beacon-Dingsi in die Hand. Königsquest-Tafel. Nee, die ist ganz da vorne, ne? Das ist einfach nur ein Eingang hier. Aber das ist ja egal, ne? Es wird gerade Tag, auch nicht schlecht. Die Dinge kann man nicht sammeln. Aber die Dinge kann man sammeln. So, ein paar Orks hätte ich jetzt auch nichts dagegen. So. Was haben wir denn hier? Smaragd. Jawohl. Auch nicht schlecht. Smaragderze nehme ich gerne mit, weil da habe ich nämlich noch gar nichts. Oh Mann, es ruckelt hier so sehr. Ich weiß natürlich nicht, ob ich hier irgendwo ein Lager entdecke, mal von denen. Aber hier gibt es auf jeden Fall viele Smaragde. Leben habe ich ja noch voll. Noch. Sag ich's gerade, ne? Dummbatz. So, her mit deinem Schädel. Was haben wir hier noch? Eiskristalle. Also generell möchte ich ja noch ein bisschen Holz auch sammeln. Und Steine. Mann, hier kannst du dich echt verlaufen, ne? Also würde es diesen Beacon-Sucher nicht geben, oder generell diesen Sucher nicht geben, dann wärst du hier echt aufgeschmissen. Ah, und das ist so ein Jetzert. Das ist wahrscheinlich so dieser Riesenwurzelbaum. Weil es gibt ja hier Holzwurzel. Also man kann damit Wurzeln suchen, die dann tiefer gehen. Und da kann man dann um einiges mehr, Entschuldigung, an Holz rausbekommen. Also Holzfarming betreiben. Na, mitnehmen. So cool. Wirklich so cool, muss ich echt sagen. Das Spiel macht richtig Spaß. So, gehen wir mal hier wieder zurück. Ich weiß, da unten waren noch zwei solche Orks, aber die jucken mich jetzt halt überhaupt nicht. Außer die kommen zu mir. Der hat keine Rüstung gehabt, aber Gold hat er gehabt. Da wäre natürlich auch immer interessant, dann noch. Nee, war das jetzt halt mein Weg, wo ich rein bin? Weiß ich jetzt gar nicht. Meine, im Grunde ist es egal, wir finden schon wieder zurück, ne? Aber. Nee, das war nicht mein Weg. Doch, das war mein Weg. Da ist er. Coal vorkommen. Das Dumme daran ist halt, dass wir die immer nachfüllen müssen, ne? Das heißt dumm. Es ist halt einfach so. Upsa. Nicht schlecht. Das Ding füllt sich quasi selber. Das ist nicht schlecht. Nehmen wir mal die Ausgabe mit raus, was wir da haben. Dann können wir nämlich da vorne die Dinger wieder füllen und natürlich dementsprechend auch rausnehmen. Aber das macht mir viel zu viel Spaß, als dass ich irgendwie immer aufhören möchte hier. Das dürft ihr mal glauben. Machen wir mal hier die Hälfte. Dann, die müssten ja voll sein wieder mit 100. Nicht normal, ne? 84 sind 47.
Machen wir mal überall die gleiche Menge rein. Ungefähr die gleiche Menge. So, also, dann 45 hier rein. Hier rein. Und hier rein. Und da geht's einmal zurück. Wir wollen ja auch zum einen natürlich Erze. Ganz klar. Ist ja auch Ziel. Aber dann eben auch vieles davon verkaufen, dass wir das Geld zusammenbekommen für die Upgrades. Je bessere Maschinen wir haben, desto besser ist es natürlich dann fürs Buddeln, ne? Hier von wegen an mich ranschleichen. Also der Knüppel ist auf jeden Fall gut. Aber ich muss natürlich die andere Axt wieder reinnehmen. Hat mir überhaupt nichts gebracht. Aber da habe ich wieder nicht drauf geschaut. Ne? Ich habe halt gedacht, okay, Axt, tu mal upgraden, passt. Ja. Warum Holz hacken, wenn man Orks hacken kann? Ja, das steht eigentlich im Grunde auch da. Ne? So, Barrel Bomb ist natürlich auch interessant, die mal zu machen. Aber mir ist, ich weiß es noch nicht, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? Upgrade, Streitaxt, die ist dann noch besser wahrscheinlich. Aber hier brauchen wir Goldbarren dann, um das abzugraden. Also im Grunde sollte ich mich erst einmal damit zufrieden geben. Wir schmeißen entsprechend natürlich dem, was wir brauchen, diese Axt hier raus. Und die da rüsten wir wieder aus. Dann könnten wir mal ganz kurz gucken, was wir hier bei ihm vielleicht noch abgeben können. Ach, 100 Kohleerz. Oh Mann. Ja, die 100 Kohleerz habe ich jetzt leider unten gelassen. Ansonsten hätte ich jetzt das abschließen können, hätte nochmal 2000 Münzen hier bekommen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Na gut, Bergbau. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Hier brauchen wir das da und auch 50 Kohleerz. Dafür kriegen wir dann 20 Golderz. Trankmacher muss man natürlich alles noch. Gott, Rewards in die Luft jagen. Bild 100 von den Dingern. Okay, das können wir jetzt das erste Mal vergessen. Die Schmieden haben wir ja schon abgeschlossen. Haben wir abgeschlossen. Oder nee, Quatsch. Wir sollen vier Stück. Warte mal, vier Stück können wir noch nicht. Ja, okay, den stelle ich jetzt halt auch hier vorne an die Tür hin. Weil sonst leuchtet der nämlich noch 100 Mal auf. So. Dann haben wir nämlich auch das Eisensignal, was wir dann hier immer anzeigen können. Und natürlich auch diese Questtafel. Show Spawn Point. Ist ja das Ding hier, ne? Hä? Set Spawn? Warum war der jetzt nicht mehr gesetzt? Naja, gut. Selection, ansonsten alles gut. So. Dann schauen wir einfach nochmal wegen dem Upgrades. Automatisierung 2 wäre natürlich mein Wunsch, ne? Nein. Hier, Automatisierung 3 wäre mein Wunsch. Wir brauchen allerdings. Oh, das geht eigentlich, ne? 25 Eisenzahnrädchen, 25 Eisenplättchen und 5000 Goldmünzen. Wenn wir das ganze Eisen hier durchhauen können, wenn wir uns dann unten noch die Kohle holen, dann können wir das ganze Eisen durchballern. So, füllen wir gleich mal. Ach, das ist schon voll. Okay. Ja, ich würde sagen, wir tun hier auch wieder das Eisenerz rein. Ach halt. Umschalten. Ja, dann wird es schon gehen im Laufe der Zeit. Denke ich mal. Cool. So, euch lasse ich da. Die nehme ich mit. So. Irgendwo muss ich es ja sammeln, das Zeug, ne? Weil alles mitschleppen ist natürlich auch nichts. Deshalb Edelstein einen göttlichen Preis wert. Okay, aber
224 sind jetzt halt alle, ne? Oder? Es sind nur 14, eben, denke ich mir doch. Also, behalten wir. Die tun wir dann auch erst einmal hier rein. Einmal die Steine. Eiskristalle wird verwendet, um Tränke herzustellen. Okay, wir tun mal das Kupfererz hier rein. Wir tun das Eisenerz mal hier rein. Einfach mal leer machen. Denke ich, ist schon mal ganz gut, dass wir dann wieder runter können. Smaragde tun wir hier rein, obwohl tun wir sie da unten wieder zu. Eiskristalle, weil Silber haben wir nämlich noch nicht. Aber da werde ich eh noch einiges an Kisten brauchen. Wer weiß, was noch für Kisten kommen, ne? Nein, hier wollte ich Wildschweine rein. Und dann ist die Kiste auch schon voll. Toll. Ich muss endlich schauen, dass ich das Wildschwein irgendwie... kann am Spieß gebraten werden, weil ich glaube nämlich, dass ich da wiederum ein Upgrade brauche in Bezug auf Ale Farming. Hier, das brauchen wir. Das sollten wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Wir machen das da, weil dann können wir nämlich das Wildschwein vielleicht braten. Das wäre nicht schlecht. Ja, gucken wir einfach mal. Alles klar. Dann soll es das gewesen sein. Morgen der Part fällt ja aus, das wisst ihr ja. Also wir übermorgen geht es dann weiter, aber ich freue mich schon riesig drauf. Ich hoffe natürlich, ihr euch auch. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.